Moin, ich bin Christoph und ich durfte für euch den TR99 Power von Atengo testen. Der TR99 Power hinterlässt gemischte Gefühle bei mir. Auf der einen Seite haben mich die Spin-Entwicklung und die Armschonung überzeugt. Matches über 90 Minuten oder länger sind für mich als Armpatienten überhaupt kein Problem, schmerzfrei zu überstehen. Die Power, die dieses Racket entwickelt, sind sowohl Fluch als auch Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite macht es natürlich enorm viel Spaß, mit diesem Racket zu servieren. Jeder Aufschlag, der satt getroffen wird, entwickelt eine extrem hohe Geschwindigkeit und ist für den Gegner sehr, sehr schwer zu retournieren. Für mich als Linkshänder auf einem schnellen Teppichbelag ist der Slice-Aufschlag damit nochmal eine größere Waffe geworden, als sie ohnehin schon ist. In den Grundschlägen ist eben diese Power häufig auch ein Fluch. Wenn man den Ball nicht satt in der Mitte trifft, den Sweet Spot also leider mal verfehlt, entwickelt diese Power sich geradeaus in eine Richtung und ist kaum noch zu kontrollieren und die Bälle segeln reihenweise ins Aus. Das heißt, für Hardhitter wie mich ist dieses Racket leider eher nicht geeignet. Für Spieler, die grundsätzlich eher einen kontrollierten Spielstil pflegen und auf der Suche sind nach einem Racket, das ihr Spiel verschnellert bzw. den Spin erhöht und auch im Aufschlag mehr Gefahr generiert, ist dieses Racket sicherlich einmal einen Test wert.